Moin moin liebe Leute zu einer neuen Folge RimWorld. Diesmal mit Mauszeiger, weil er schon irgendwie intelligent genug war, sein Aufnahmeprogramm diesmal richtig einzustellen. Zumindest hofft er das. Ja, ich habe Pläne. Und ich gucke hier hin und ich weiß, was ich tue. Auch wenn es nicht so wirkt. Ich garantiere euch, es wird schief gehen. Aber ich habe Pläne. So, und zwar möchte ich das hier lösen. Keine Funkausrüstung. Ich möchte jetzt eine Funkausrüstung haben. Oder vielmehr, ich möchte mich jetzt darum kümmern, dass das alles endlich seinen Gang nimmt. Und während das läuft, weil das dauern wird, werde ich hier noch Heizung einbauen, damit ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Und dementsprechend auch mehr Strom bauen müssen. Hier noch eins und da noch eins. Genau. So, da fehlt noch der eine Block. Denn was werde ich bauen? Ein orbitales Funkgerät. Unsere Handelsstation mit den anderen Schiffen im Weltraum. Und diese Fläche muss ich jetzt freilegen hier. Deswegen setze ich mir die jetzt hier hin. Da kommt die hin. Und das heißt, eins tiefer, auf die Höhe, wo die Kante da oben ist, rüber, bis dahin. Okay. Dahin, dahin. Und der Rest muss weggekloppt werden. Das heißt, das hier alles muss weg. Aber nicht alles. Moment, Moment. Ich brauche Stützen, sonst kracht mir der Scheiß auf den Kopf. Das heißt, das hier und das hier. Und dann brauche ich noch hier eine Ecke für mein, wo haben wir es? Meine Funkanlage, die kommt dann da rein. So sind meine Pläne bisher. Ich sehe da absolut keine Probleme. So, dann brauche ich ebenfalls hier eine Kühlung, denn ich möchte das ganze Ding kalt haben. Da kommen nämlich Körperteile rein, unter anderem. Oh, Tesco, du hast dich eingesperrt, ne? Hau das... Oh, du bist kein Bergarbeiter. Warum bist du eigentlich kein Bergarbeiter? Das wollen wir gleich mal ändern, Freundchen. Jeder hat hier mitzuarbeiten. Du klopfst jetzt den Granit da weg, sonst kommst du nämlich nicht mehr raus, du Heini. Sehr intelligent. So, okay. Das heißt, ich kann jetzt auch die Stromleitung hier hochlegen. Und einmal hier noch rüber für das Funkgerät. Und hier dann hoch. Zip. Und hier dann quer. Zip. Und dann machen wir Möbel, Licht nach oben, zack und zack. Okay. War das nicht schnell? Bin ich nicht unglaublich geschickt? Innerhalb von 3 Minuten habe ich alles fertig geplant. Das kommt davon, wenn man 6 Stunden da rumsitzt, rendert und sich überlegt, was könnte man als nächstes hier bauen. Alles perfekt geplant. Also, sagen wir es, wir haben alles geplant. Perfekt ist es garantiert nicht. Jetzt muss mir nur das Spielholz sein und mich überleben lassen, damit ich das auch alles durchführen kann. Das wäre sehr, sehr freundlich. Beim letzten Mal, muss ich sagen, hatten wir wirklich Glück. Also, wie lange hatten wir? 2 Stunden oder so? Sonneneruption. Das hier ist nämlich das Gegenteil von Glück. Wobei, damit kann ich leben. Wobei, nee, kann ich nicht, weil damit entlädt sich, glaube ich, der Akku jetzt. Ach nee, Quatsch. Blödsinn. Aber ja, wie gesagt, es ist, kann noch alles sehr, sehr beschissen werden. Ich bin mal gespannt. Angriff. Ernst? 4 Leute! Scharfschützengewehr, Scharfschützengewehr, Überlebensgewehr und eine Klinge. Und die greifen an, wahrscheinlich von vorne. Und ich habe keinen Strom, weil Sonneneruption. Und die greifen sofort an. Bitte, 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 Sonneneruption, bitte, bitte, hör auf, bitte, hör auf, bitte, hör auf, bitte, 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 hör auf. Oh, come on, warum dauert die so lange? Ich habe keine Ahnung, ob die viel ausrichten können, die Geschütztürme, aber wenigstens ein bisschen. Come on, Sonneneruption, geh vorbei, oh Scheiße!
Keine Verteidigung. Es ist doch zum Kotzen. Warum ist dieses Spiel so ein Arschloch? Musste das jetzt so sein? Musste das wirklich passieren? Ach, fick dich doch. Großartig. Wir sind am Arsch. Wir sind groß. Wir sind total am Arsch. Das hier kann ich eigentlich fast schon haken. Weil meine Popelkameraden hier gegen die Scharfschützenfreunde hier, kannst du knicken. Und da brennt's auch schon. Seppi, du musst das Feuer löschen. Nein, was? Seppi ist kein Feuer mehr. Warum haben die... Warum wähle ich den einen Typen, der das nicht kann? Das kann nicht wahr sein, ey. Okay, du. Nein, du auch nicht. Du hast ein Gewehr. Dann du. Nee, du kannst schießen. Dominguez, kann Dominguez schießen? Nein, kannst du nicht. Okay, Dominguez, du bist jetzt prädestiniert fürs Feuer. Wird bereits Brandbekämpfung. Okay. Hallo. Oh. Warum fliehen die? Ach, ich habe zwei erledigt. Das hat denen schon gereicht. Mann, das ist wirklich... Ich habe so eine Sonne. Das kann echt nicht sein. Ich habe wirklich so eine Sonne. Diese scheiß Sonne explodiert nämlich ständig. Zum blödsten Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann. Hätten die jetzt... Und jetzt geht das Ding an. Es ist zum Kotzen, oder? Wirklich, Freunde, es ist zum Kotzen. Dieses Spiel hasst mich. Ah... Hätte es jetzt nicht auch 2 Minuten vorher aufhören können? Verdammt nochmal. Das ging gerade nochmal gut, ey. Also eigentlich war das hier ein garantierter Wipe. Die waren besser bewaffnet wie ich. Es waren genauso viele Leute wie ich. Und ich hatte keine Verteidigung. Also eigentlich war das prädestiniert, dass das hier jetzt scheitern muss. Unglaublich, dass sie so dämlich waren und so beschissen geschossen haben. Und Paramedic. Paramedic ist abgestürzt. Und aus einer Rettungskapsel. Wie geht's dir, Paramedic? Oberkörper gebrechlich. Schuss am Arm und ein Schnitt am Oberkörper und er blutet. 83% Blutverlust. Dominguez, tu deine Pflicht. Rette den Jungen. Was ist denn jetzt wieder? Keine Betten für Kolonisten. Ja gut, dann... Echt jetzt? Muss ich den jetzt wirklich verrecken lassen, weil ich kein Bett habe? Ich baue jetzt nicht nur ein extra Bett für den, das ist Quatsch. Weil die meisten kommen hier hin, ich behandle sie und kurz danach leben sie wieder. Und gehen dann weg halt. Das ist, das wäre jetzt totale Ressourcenverballerung, wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt ein Bett aufbaue und den da reinlasse. Das ist Quatsch. Mache ich nicht aus diesen Gründen. Da muss ich an die Kolonie denken, vor allem nach der Nummer gerade. Gibt es jetzt gerade für mich wieder nichts Wichtiges, als die Kolonie im Kopf zu haben. Das ist jetzt gerade Hauptbestandteil meines Denkens. Die Kolonie muss fit sein. Es ist so gemein. Dieses Spiel ist so gemein. Das ist einfach so... Ah. Du hast wirklich alles unter Kontrolle. Und denkst, es läuft genau perfekt. Und es würde auch perfekt rundlaufen. Und dann wirft dir das Ding... 1 bis 2 zufallsgenerierte Sachen vor die Schnauze und dein kompletter Spielstand ist im Eimer und du kannst nichts machen. Es wechselt innerhalb einer Sekunde von okay auf katastrophal. Das ist RimWorld. Das ist wirklich... Na gut, du musst es ja nicht so spielen. Du kannst es ja tatsächlich auch einfach ein bisschen... Oh, ich habe eine Reihe vergessen, sehe ich gerade. Du musst es ja nicht so spielen. Du kannst es ja tatsächlich auch gediegener spielen. Den Schwierigkeitsgrad runterstellen und dann passierte sowas nicht so schnell, aber trotzdem. Naja. Dann macht mal. Du hast eigentlich immer so ein leichtes Untergefühl von absoluter Hilflosigkeit. Ich kann, wenn was schief läuft, kann ich es nicht verhindern. Dann läuft es schief und zwar so schief, wie das Spiel es möchte. Du hast auch immer so eine latente Panik. Ich persönlich habe beim Spielen die ganze Zeit so eine latente Panik. Ich denke die ganze Zeit, okay, wann explodieren die Batterien? Wann explodieren meine Solarzellen? Wann explodiert der nächste Stromkabel? Wann ist irgendjemand im Weg und steht bei so einem Stromkabel, wenn das Ding hochgeht? Wann schlägt hier ein Blitz ein? Wann habe ich irgendeine Explosion von der Welt drumherum? Wann kommt ein großer Angriff, der mich zerlegt? Das ist alles so... Du kannst drauf warten. Du kannst wirklich drauf warten und du weißt, es kommt. Und wenn es kommt, bist du am Arsch. Du kannst nichts tun.
Man fühlt sich wirklich ausgeliefert. Und in dem Sinne ist das Spiel eigentlich perfekt, weil genau das soll es ja auch darstellen. Man ist absolut ausgeliefert den Naturgewalten der Welt um einen rum. Man ist machtlos. Man ist ein kleiner Furz in dieser Welt. Man ist einfach nur eine kleine Gruppe abgestürzter Leute, die sich aus Holz und Behilfsmitteln irgendwas zusammenknaupen, damit sie zumindest so lange überleben, wie sie müssen, damit sie irgendwie von dem Planet zurück wieder wegkommen, eventuell. Von daher, das kommt sehr gut rüber. Exakt so fühle ich mich. Du kannst einen Eindruck Reichtum und Aussehen, das interessiert mich aber sehr. Wirklich. Sehr. Wir können ja gerade mal noch abchecken, wie unser Homezone aussieht. Unser Homezone soll eigentlich nur hier sein. So, und dann werden wir hier mal ein bisschen sauber machen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die Homezone breitet sich leider automatisch immer wieder aus und das geht mir eigentlich ein bisschen auf den Keks, weil es ist halt einfach wirklich Quatsch. Hi John, hi Kevin, warum pennt ihr bei mir? Es ist wirklich Quatsch, dass sie da sind, weil, ja, ich meine, wen kümmert's? Es muss ja nicht überall sauber sein. Da hatte irgendjemand wieder gerade phasenweise richtig schlechte Laune. So. Okay, dann hier noch aufräumen. Hier brauchst du nicht und das war's dann auch wieder. Mehr brauche ich nicht. Na, siehst du? Fängt schon wieder an. Hört auf jetzt. Gut, dann kann ich hier auch schon mal das Funkgerät hinstellen. Bitte, 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 bim, blub. Und ich brauche Eisen. Und ich brauche... Keine Ahnung, brauche ich Nahrung? Eigentlich nicht. Aber was haben wir denn irgendwen hier zum Jagen? Die, da, hier, das kann man jagen, das kann man jagen. Das kann man auch jagen. Und das hier, wenn es mal so weit stehen bleibt, dass ich es treffe, das kann man auch jagen. Da ist ein weiteres Gewehr, fällt mir gerade auf. Wer hatte kein Gewehr? Dominguez, ne? Du hattest nur eine Pistole. Dominguez war aber super scheiße im Schießen. Wer war denn okay im Schießen? Howard, glaube ich. Genau, Howard hat auch nur eine Pistole. Da kannst du gleich mal, sobald du da oben fertig bist, das hier machen. Zack, zack. Wunderbar. Dann hat jetzt außer Dominguez jeder eine vernünftige Waffe. Und bei Dominguez ist das nicht weiter schlimm, weil Dominguez kann absolut nicht schießen. Das ist eigentlich völlig wurscht, was ich dir in die Hand drücke. Ich könnte jetzt auch eine, keine Ahnung, Erbsenpistole in die Hand drücken. Das wäre wahrscheinlich genauso tödlich. Wobei, sie ist tödlich, aber meistens dann für die falschen Leute. So, hier kommt auch noch Licht rein. Und das Ding, sobald das hier weggeholzt ist, mache ich hier ein Lager hin. Und dann kann ich hier schon mal ein bisschen vorplanen. Und zwar möchte ich hier drin keine Körperteile und keine Mechanoid-Leichen. Aber hier keine Körperteile, das ist schon mal gut. Keine Waffen. Ja, doch, Kleidung kann drin bleiben. Gegenstände auch nicht. Kein Gold und kein Uran, weil die Sachen sind wertvoll. Jo. Gut, dann passt das soweit. Ihr seht gleich, warum ich das mache, weil ich dann hier oben halt entsprechend genau die Sachen einlagern lasse, die da hingehören. Denn, ja, wie das jetzt ablaufen wird, ist folgendermaßen. Ich lasse die noch auf normal, bis die fertig sind, und abbauen. Ich erzeuge hiermit ein Lager und dieses Lager ist mein Handelslager. Alles, was da drin liegt, kann ich handeln. Das mache ich mittels diesem Funkgerät, dann wird mir angezeigt, hier, genau, Piratenhändler, da ist gerade ein Händler in der Nähe, den kann ich anfunken. Und alles, was in meinem Lager hier drin liegt, was ich jetzt erstellen werde, das kann ich dann eben mit denen handeln. Und alles, was
ich bekomme, kommt auch in dieses Lager rein. Also so funktioniert es. Nee, Quatsch, das kommt nicht ins Lager, das kann irgendwo liegen. Das ist immer ein bisschen blöd.